1935 stellt die Reichsbahn wieder eine Neuentwicklung vor. Der S-Bahn-Zug hat eine modernere Gestaltung des Wagenkastens und erreicht 120 Kilometer in der Stunde. Die sogenannten Bankierszüge sind im Schnellverkehr zwischen Potsdam und Berlin unterwegs. Insgesamt 10 Viertelzüge der ehemaligen Baureihe 125 werden im Dienst gestellt. Nach 1945 reduziert man die Geschwindigkeit auf 80 km in der Stunde und reiht die Baureihe 125 in die Reihe 166 ein. Mitte der 70er Jahre ist der Prototyp im Einsatz auf der Wannseebahn. Nach dem S-Bahner-Streik 1980 in West-Berlin und der Stilllegung zahlreicher Strecken kommt der Bankierszug-Prototyp in das Ostnetz. Im Rahmen einer Fahrzeugausstellung steht im Herbst 1988 der Bankierszug im SBW Friedrichsfelde. Schon zu diesem Zeitpunkt ist bekannt, dass ein Weiterbetrieb nicht vorgesehen ist. Noch ist die Fahrzeugausstattung vollständig. Die alte und neue Netzspinne dokumentiert die Teilung der Stadt. Trostlos ist der Anblick im Frühjahr 1991. Der Wagen ist geplündert und soll verschrottet werden. In langen Schrottzügen sind im Mai 1991 ausgemusterte S-Bahn-Züge in Zeuthen bei Berlin abgestellt. Dabei ist auch der Bankierszug-Prototyp. Noch neu war seinerzeit der Verein Historische S-Bahn, der sich nun um die Erhaltung des 125-001 bemühte. Auf diese Nummer hörte der Bankierszug bei seiner Inbetriebnahme. Mühsam wird das Bankierszugviertel freirangiert. Wieder vollständig steht heute der 125-001 im Technikmuseum in Berlin. Zu den Olympischen Spielen im Jahre 1936 in Berlin kommt die Bauart Olympia auf die Gleise. Insgesamt werden 34 Viertelzüge der neuen Baureihe 166 gebaut. Nach dem Kriege sind sie im SBW Wannsee zu Hause und bleiben bis 1980 im Westnetz. Zwei Halbzüge treffen sich etwa Mitte der 70er Jahre am Bahnhof Zoo. Die ständig steigende Verkehrszunahme Mitte der 30er Jahre und die bevorstehende Inbetriebnahme der Nord-Süd-Bahn führen zur Bauart 3740. Der neue Typ gleicht weitgehend dem Olympiawagen. Insgesamt 291 Wagen waren von der Baureihe 167 bestellt, die jedoch wegen der Kriegsereignisse nicht mehr vollzählig ausgeliefert werden. Von 1974 bis 1982 werden fast alle Viertelzüge dieser Bauart umfassend modernisiert. Die letzten Altbauzüge stehen bis Mitte 1990 im Einsatz. Im Januar 1990 rollt ein Altbau 277 in den Bahnhof Alexanderplatz.
Wenige Tage vor der Abstellung sind die letzten Altbaufahrzeuge der Bauart 3740 auf der Stadtbahn unterwegs. Einfahrt in den Bahnhof Janowitzbrücke. Ein paar Monate später stehen in Berlin-Adlershof lange Schrottzüge. Dabei auch die letzten Züge der Bauart 3740. Noch einmal zurück nach Zeuthen, wo ein sogenannter Peenemünder rangiert wird. Peenemünder deshalb, weil diese Bauart auf der Werkbahn Zinnewitz-Peenemünder auf Usedom 1942 in Betrieb gingen. Die aus Trieb- und Steuerwagen bestehenden Viertelzüge sind stark an die Bauart 3740 angelehnt. 16 Viertelzüge wurden für den Oberleitungsbetrieb auf Usedom ausgeliefert. 9 gelangten über die Sowjetunion nach Berlin. Nach dem Umbau rollten sie bis September 1980 im Westnetz. Mitte der 70er Jahre ist ein Peenemünder auf der Zuggruppe N, Beusselstraße, Spandau West unterwegs. Im Herbst 1988 ist ein Peenemünder als Pendel zur Fahrzeugausstellung im SBW Friedrichsfelde unterwegs.